Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder bei Ripney. Scheiße, Mann, ey, ohne Witz, dieser Name, der ist mir irgendwie cross the road. Sowas von fremd, auf jeden Fall ja hier bei Ripney Car Parkour. Ey, Mann, das ist irgendwie schon. Ey, Mann, ich schaff diesen Sprung einfach nicht. Auf jeden Fall, ja, wir sind halt hier im Moment bei welcher Challenge 5? Ja. Ja. Und Suffer the Pricks? Pricks. Ich bin bei Suffer the Pricks. Ich bin noch hier, also bei Stage 3. Oder nein! Hä? Nein! Kaktussprünge. Wow. Wie ich sie hasse. Hä, und jetzt? Wohin soll ich denn? Boah, nein. Zur Hölle, wohin? Da! Ich hab echt keinen Bock auf die Challenge, wenn ich nicht schon mal den Anfangssprung schaffe. Ach scheiße, das geht ja echt. Mann, ey. Wo ist denn der Checkpoint für Stage 3? Mensch, du kleiner Hacker, ey. Du kleiner Hacker. Oh, warte, ich hab eine neue Regel. Ich hab eine neue, richtig geile Regel. Man kann natürlich immer sagen, okay, keine Lust mehr. Und dann nimmt man Checkpoint. Aber dann ist man schon ausgeschlossen von den Smaragden. Okay, machen wir das so? Ja, aber erst dann ab der nächsten Stage, okay? Okay. Ja, okay, ja, das ist nur fair. Alter. Diese Kakteen nerven mich schon hart. Ja, und jetzt da dran. Fuck! Sorry für meine Ausdrucksweise. Hä? Wie soll man diesen Sprung bitte schaffen? Ich bin durchgerannt. Wo bist denn du? Ah, da. Die Sprünge danach werden auch nicht viel geiler. Glaub mir. Das ist voll der Übersprung. Ey, ich hasse Kakteen. Dieses Spiel macht mich zum Kakteenhasser. Wer denkt denn sich sowas aus hier? Alter! Wie jetzt? Nein, egal, wenigstens nicht wieder ganz zurück. Boah, man spackt dann immer so. Ich stand drauf und bin dann drüber geslidet, will nämlich verkackern. Was zur Hölle? Was ist denn das hier? Stage 3, nee, da will ich nicht hin. Hast du Stage, also du bist gerade bei Stage 4. Ja. Ey, das ist richtig hart hier, habe ich irgendwie das Gefühl, so ganz leicht. Ich mag, Kakteensprünge sind nicht so meine Vorlieben. Einfach weil dann die ganze Spielfigur buggt. Und man einfach so richtig geil keine Kontrolle hat, ob der jetzt springt oder nicht. Also man kann ja manchmal springen und dann tut das einfach mal nicht, weil er in der Sekunde eben Schaden kriegt von so einer netten Kaktee. Ja. Das finde ich irgendwie nicht so super. Ne? Ach komm! Ja, sowas halt, ne? Habt ihr gerade gesehen. So ein Scheiß. Aber egal, da muss man durch. Hoppa, schon wieder verkackt. Mann. Okay. Also ich denke mal an dieser scheiß Kakteen-Sache. Werde ich noch ein bisschen hängen, wie ihr gerade seht. Und ich werde hier in der Stage 3 noch etwas hängen. Was ist denn das da gerade? Das mit dem Megabyte-Sprung über die ganze Straße? Ja. Ja. Aber der, finde ich, ist machbar. Der vorletzte Sprung ist der Knackpunkt, finde ich. Alter, ich komme da gar nicht mehr rüber. Alter, verarsch mich doch jetzt nicht. Ah ja, jetzt hast du Stage 4. Die ist aber kacke, ey, ohne Witz. Stage 4 ist nicht mein Liebling. Aber die Idee ist geil. Das muss man lassen hier. Das wusste ich auch nicht, dass das überhaupt geht, dass man neben Kakteen auf dem Stein laufen kann. Ach komm, leck mich doch am! Blablabla. Ja, wie gesagt, das habe ich oder ja schon. Oder wir sagen bei Kakteen, weil das diese Sprünge scheiße sind. Wo müssen wir denn hier lang? Da, auf den nächsten. Einfach weiter. Ja, das ist ein bisschen schwer. Nee, nicht da drauf. Schon auf die Kakteen. Na, dass wir, wenn wir Kakteen springen, dass wir einfach so die überspringen, weil
die Kakteensprünge überspringen, weil die einfach sowas von nicht Ach was, machbar Mann, ey, du sind. überspringst zu viel. Wir versuchen es jetzt schon ein bisschen. Ich meine, ich habe jetzt... Mal gucken, im Moment habe ich noch etwas Motivation. Mal gucken, wie das gleich aussieht oder demnächst. Aber, Bitte was? also es geht ja. Ich meine, ich war schon hinten auf der Leiter, ich war schon auf der anderen Kaktee drauf. Es geht alles. Wenn man halt ein bisschen Glück hat und ein bisschen Konzentration. Was, wo bin ich denn jetzt hier? Es geht ja wirklich. Da muss man irgendwie durchjumpen bei einer Kaktee, Nee, oder? man muss, ich glaube, den richtigen Zeitpunkt abpassen, wenn man keinen Schaden kriegt. Den aber abzupassen, ist irgendwie richtig kacke. Aber ich stehe jetzt schon hier drauf. Wo muss ich denn hier lang, Hier, Per? zu dem hier. Einfach da gegen den Kaktus springen, auf den Sandblock unten drunter. Es funktioniert, glaube mich. Ja, es würde funktionieren, wenn man gerade keinen Schaden kriegt. Verdammte! Ey Mann, das nervt richtig, dass man dann immer so Schaden kriegt. Nö, jetzt springst du mal nicht. Ja. Boah, ich meine, okay, das Die ist... könnten es zwar machen mit dem Schaden, aber von mir aus, dass man da dauernd noch springen kann. Ja, okay, aber dann hätten sie auch einfach irgendwelche Blöcke hinsetzen können, ne? Leck mich doch an. Senkel. Spack, spack, spack. Spring mal. Boah. Okay, ja, man kann es schaffen. Man kann es schaffen. So. Wobei, wo war ich denn schon? Ich war da hinten auf der Kaktee war ich schon und auf die komme ich nicht rüber. Warte mal, von der geht's dann da drauf. Was ist hier gerade kaputt gegangen? Nix. Doch, hier kam gerade so ein Plonk. Ein Plonk? Ich hab nix gehört. Ich frag mich gerade, wie es hier weitergeht. Wahrscheinlich noch mehr Kakteen, also wenn noch mehr. Stage 5 sieht wieder okay aus. Aber egal. Sehen wir dann. Stage 5, wir sind im Moment halt noch bei Stage 4, leider. Leider Gottes. Oh Mann. Oh Mann, ey, das ist mir auch noch nicht passiert, ehrlich gesagt. Bei dem Sprung halt. Komm schon, spring einfach rückwärts da hoch. Mein Gott. Oh Mann. Nee, jetzt bin ich dran. Leck mich doch am Arsch. So. Boah, leck mich fit. Wenn man, ich glaube echt, man muss... Ich glaube, Wettlerpart wird von YouTube gesperrt. Warum? Wegen zu übelsten Ausdrücken? Ach was. Hä, ich habe gerade irgendwie Schaden gekriegt. Ja, weil vielleicht, weil du auf der Kaktee stehst. Ah nee, ich glaube, man kriegt mittlerweile Schaden, wenn man ineinander steht. Echt? Nö. Wäre mir neu. Was ist das, Mann? Alter, was ist denn das? Leck mich doch am Arsch. Ja, schuck mich halt runter. Schuck du mich runter. Okay, dann war's ich. Tut mir leid. Ich dachte irgendwie, vertragen uns auf einer Kaktee, aber irgendwie hat es dann doch nicht so geklappt. Ey, weißt du, jetzt dürfen wir mal sprinten und hier wird einfach mal fett wieder sowas von weggedisst, das Sprinten. Durch so hässliche Kakteen. Zack und zack und zack, 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 zack und zack. Zack, 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 zack und zack. Ey, wenn man so ein bisschen mitzählt, dann geht es, glaube ich. Oder das war jetzt gerade richtig Glück halt. Ja, auch mal wieder Standard. Verdammte Scheiße! Boah. Ja, warum ist denn der Sound schon wieder auf? Ich mach den nie aus. Ohne Witz. Was ist denn das? Boah, diese Kakteen-Challenge, die pisst mich so hart an. Schon ein bisschen. Okay, jetzt ist wahrscheinlich der Sound wieder zu laut. Mann, Alter, was soll die Scheiße immer? Das war halt einfach so. Wer sich jetzt beschwert, tut mir leid. Ich habe halt auch keine Ahnung, wie laut es jetzt insgesamt ist. Oh. Zack, 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 zack.
Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Nee. Zack, 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 zack. Ist doch nicht normal. Heilige Scheiße. Zack, zack, zack. Ich esse mal lieber einen Apfel. Weil ich verliere gerade hart Leben. Leck mich doch, Mann, ey, weißt, ich habe keine Rüstung mehr. Meine Rüstung ist verreckt. Ja, das war das Plönk. Ja, stimmt, hast recht. Ey, weißt du, wie schnell ich jetzt Leben verliere, Alter? Brauche eine neue Rüstung. So ein Scheiß. Das überlebe ich nicht lang ohne. Bei Rüstung verliert man kein Leben eigentlich. Kriegt man es ja immer wieder gleich aufgeladen. Aber ohne sieht's dann halt schon ein bisschen. Zack, 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 zack. Ich weiß, ich hole mir mal eben eine Rüstung. Ja, nehm mal so, also, nur für den Case of Fall der Fälle, Dirt und sowas mit. Dirt und Satz Leitern. Ah, was, Mann? Doch. Hol mir nur eine Rüstung. So. Das passt schon. Sorry. Okay, also. Ja, die Challenge ist echt irgendwie ziemlich hart. Die ist echt richtig hart. Was steht denn da eigentlich für ein Schild? Hier? Da bin ich noch nie hingesprungen. Hä? Da bin ich noch nie hingesprungen, oder? Stage 5? Ach, da konnte ich auch gar nicht hinspringen, ne? Ne, konnte ich nicht. Okay, dann passt doch alles. Na, was? Ich dachte gerade. Also ich weiß schon, wie wir uns die Challenge 5 durchhacken können, ohne dass wir cheaten müssen. Da gibt es einen kleinen Fehler vom Macher. Aber naja, eigentlich dürfen wir das nicht, aber... wie lange haben wir noch? Wie lange haben wir noch Zeit? Wir machen Zeit, ich weiß nicht wie lange, aber wir probieren es jetzt mal noch diesen Part. Ja, bin ich auch dafür. Und wenn es nicht klappt, dann tut mir leid, lieber Part. Beziehungsweise lieber hier Stage. Aber ich hasse Kakteensprünge und wir überspringen ja nicht die Challenge, sondern wir überspringen ja nur ja, eine Stage. Und das ist nun mal eine Scheiß-Stage. Das kann man nicht. Ich würde sagen, wir überspringen einfach je nach wenn dann überhaupt nur so lange, bis es die Kakteen gibt. Ah ja. Zack, 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 zack. Weil hier oben könnte es jetzt theoretisch weitergehen. Das ist zwar auch nur ein Sprung, aber trotzdem. Wo? Du landest hier dann und dann musst du da irgendwie rüberjumpen. Ja, ach so, warte mal, wir sind doch Challenge Stage 4 hier, gell? Mhm. Ach so, warte mal, du musst dann da drauf, von da dann hier hin, dann da drauf, dann da hin, okay. Ah ja. Nee, aber egal, das versuchen wir jetzt einfach noch, bis es wieder dein super duper Tröten macht. Dieses Hardcore. Tröte. Ich glaube, wir lassen einfach da bis dahin, wenn dann überhaupt, falls wir es nicht irgendwie hinkriegen mit Kakteen, nur da, bis dahin weg, wo die Kakteen dann ja, halt aufhören, wenn du verstehst. Ich dachte, dass das klar wäre. Ach man, so zwei so. So ein Ding ist echt schlecht. Zack, 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 leck mich am Arsch. So. Das da ist auch mal gesagt, ist hier scheiß Kakteen, Mann. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich mir das einfacher vorgestellt. Boah, es hat gerade gedingenst. Aber wir haben hier noch ein bisschen. Was machst du eigentlich hier? Du stehst nur in der Gegend rum. Ja, ich wurde angespannt, sorry. Ich kann ja die Leute doch nicht wissen, dass ich gerade in der Aufnahme bin. Müssen sie, die müssen Rücksicht nehmen. Keiner darf dich stören. Du musst mit deinem ganzen Geiste und deiner Seele hier vereint. Bei Kräften bei der Aufnahme sein. Leck mich doch, ihr Kakteen! Und es bringt trotzdem nichts, egal wie doll man sich auf die Kacke konzentriert hier. Ach, Bär, ich muss dich nachher noch was fragen, aber das
muss jetzt nicht in der Aufnahme okay, sein. Dann hättest du es gar nicht sagen müssen, aber egal. Du hast es gesagt, machen wir so ganz geheime Sachen, die keiner weiß, wisst ihr Bescheid, ne? Nein, das hat nichts mit Minecraft oder YouTube so zu tun, deswegen. Tja, das wüsstet ihr jetzt auch gerne, was Max fragt. Ich ehrlich gesagt auch, aber er sagt es erst später, weil ich weiß ja nicht genau, was er fragt. Und nachher fragt er irgendwas, was mir unangenehm ist, und dann ist es kacke. Wir hatten kleinen Penis. Also, es hat geklingelt. Woher willst du das überhaupt wissen? Das ist die gute Frage. Es hat geklingelt. Und ja, wir benutzen jetzt einfach mal keine Cheats, keine Hacks, aber tut mir leid, lieber Checkpoint, ich hab dich geöffnet. Lieber Erbauer von dieser Stage, wenn du das extra gemacht hast, Dankeschön. Also hier, gell? Einfach geöffnet. Ohne Cheaten. Du kommst. Du kommst von hier hin, kommst du hier hoch und dann den Knopf. Voll geil. Oh. Okay, also ich würde sagen, nächstes Mal dann hier Stage 5. Das hat jetzt einfach doch zu lange gedauert. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da wäre ich dann irgendwann auch bald ausgerastet. Hier, Sandlabyrinth. Leck mich. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und ich sag dann mal wieder, danke fürs Zuschauen. Hoffe, hat euch gefallen und bis dann. Ciao. Ciao.